Was? Mit was machst du einen Livestream? Mit welchem Ach Programm? so, OBS. OBS Studio oder normal? OBS Studio. Okay, gut. Mache ich auch, ist geil. Ich fahre mal einen Tick langsamer. Ja, ich bin auf Dreiviertel. Okay, Und der guck ist jetzt mal, was so los. guckt. Was gespottet bin ich noch nicht. Ich auch nicht. Schauen wir mal. Och nee, in 5 Minuten. Och Mann. Was? Ich stehe Komm voll schon bitte in drauf. 5 Minuten. Ja, ist doch geil. Abgestaubt. Es kann, muss aber Mit der nicht. Yamato Brawl, das ist einfach, dafür ist das Schiff auch da. Meintest der? Ja, du kannst damit doch super auf 25 Kilometer schießen und treffen, aber im Grunde fühlt sich das Ding auf Nahdistanz am wohlsten. Nee. Ah, doch, eine kriege ich noch. Ach, Drehtgeschütze. Ich bin klar. Dreht. Ja. Bin so, so einer, der gerne abstaubt. Ja, warum dann auch nicht? Willkommen im Club. Ach, jetzt muss die. Ich wollte dir gestern eine 10 € WOT-Karte holen, Kiki, weil ich so einen Gutschein geschenkt bekommen habe für Saturn und ich wusste, wie ich die 10 € loswerden soll. Und dann kam raus, dass ich das Naja, nicht ist machen auch Red Hot kann, Base. weil keine Sachen von Drittanbietern über Coupon. Die Ficker. Kannst mir wohl schenken, oder? Nee, ich hab's ja nicht bekommen, wie gesagt. So, erstmal Gut doch. 22.000 auf die Hindenburg. Fängt doch schon mal gut an. Abstauben und nochmal, komm an. Erinnere dich an meine Worte, Kiki. Ich hab's dir gesagt, wenn ich meine Yamato hab, dann zeige ich's dir. Ja, es. Muss ich mich ja kurz hören. Mal schauen, ob das passt. Ja, die ist schon wieder weg, die Hindenburg. Echt schwierig, den Großen einzuschätzen. Wie. Oh, der dreht ab, der Arsch. Du hängst ganz schön zurück. Ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen langsamer. Will dann Er nicht. fährst auf halbe Also Kraft? normalerweise bin ich sehr schnell vorne. Und dann habe ich plötzlich einen Däde vor mir, der Naja, links rein. ist auch so. Gut, Na. heute auch von der Schima weggetorbt. Da ist die Hindenburg wieder. Ich glaube, hier ist sonst noch was. Ich weiß nicht, bis jetzt ist ruhig. Ah, nee, nee, sorry. Ja, ich hab das gesehen. Ja. Und eigentlich nur darauf, dass ich was von meiner dicken Kanone kriege. Ah, der hängt fest, glaube Ich glaube, ich gebe jetzt auch mal Gas und gehe dann mal hier durch die Lücke gleich. Ah, ich habe nur Inseln volle Schnauze, ich kann nicht schießen. Die hängt wirklich, glaube ich. Ich glaube, der hängt. Das Das. hatte ich eben auch schon. Das ist ganz mies, weil er geht vor und zurück, vor und zurück. Naja. Das kenne ich eigentlich nur, wenn man hängt. Hopp. Ich bin jetzt offline, ne? Jo. Okay, jo, tschüss. Danke nochmal für den Account, tschüss. Kein Problem. Servus. User disconnected from your channel. Bitte schauen. Oh, ne Demo. Am, 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 am. Was macht das Team wieder? Hey, der kriegt doch das Kotzen. Die fahren stur in die falsche Richtung. Ey. Es ist so zum Kotzen. So, die Hitbook müsste weg sein. Der bitcht. Der bitcht. Der If you knew the power Komm of the dark side. bitte. Gib mir ein guter Aim. Abend. Abend. Hallo. Great fly overpants. Ah. Na, Louis, alles klar? Nee, ich bin gerade gestorben. Oh. Von hinten erschossen. Das ist so mies, ist das? Ja. Ich spiele Yamato.
Des Moines rückwärts fahrend. Ja, ich streame auch gerade, wenn du mitgucken möchtest. Kannst du das denn überhaupt? Ja. Hm. In dem Ding bin ich der Knaller. Ja, fährt sich doch von alleine. Du brauchst ja nur auf Feuer zu drücken, oder? Im Grunde ja. Wie ist die Luft da vorne, Kiki? Schick mal ein paar Gegner hier hinter. Da kommt Hobbs bei dir. Ja, ich merk's gerade. Ich habe wieder ein Riesentalent. Ah, doch, ich hab Glück. Aber weil direkt vor mir steht ein DD. Komm, Eber, komm. Ich komme auch mal in deine Richtung ein bisschen. Hä? Warum habe ich nicht getroffen? Hast du gesehen, Louis? Reiner Zufall spielt Public Player, Unknown. Ja, den kenne ich ja eigentlich gar nicht so. Doch, der war bei uns im DC-Clan. Echt? Ja, aber ja. Dann muss das die Endphase gewesen sein. Das kann sein, ja. Ja, weil sagt mir so erstmal nix. Aber vielleicht muss ich die Stimme hören, ne? Ja, ich habe ihn mal angeschrieben, hat aber nicht geantwortet. Vielleicht musst du dich mit deinem Daisy-Kampfnamen anmelden. Ja, wahrscheinlich. Der denkt nur so Lizard. Hä? Was ist das denn für einer? Das ist bestimmt einer, der World of Warcraft spielt. Nee, ich spiele ja gerade nicht über Steam. Das sieht keiner. Ich bin undercover unterwegs. Oh. Aber die Uhr läuft gar nicht runter mit dem Sturm oben, oder bin ich blind? Oder fängt das gerade an? Kiki. Doch, das ist jetzt sogar die Sicht eingeschränkt bis auf 14 Kilometer. 12. Oh. Tatsächlich. Ah, come on. Hey, wie viel Feuer wollt ihr mir noch legen? Brenn mir nicht ab, du. Ja, wenn so weitergehen, ist das schneller passiert. Wow. Ja, komm, verpass mir noch ein drittes Feuer. Das zum Thema, ne? Oh, der hat ja noch Torps, verdammt, das ist der Neuner. Oh. Gehst aber auch ganz schön schnell vorwärts da. Ja, ich kämpfe lieber so, als dass ich hinterrücks erschossen werde. Ich versuche ja schon hinterher zu kommen, so schnell ich kann. Ich habe noch nicht einen Schadenspunkt abbekommen. Ah, jetzt habe ich ein zweites, so ist Mist wieder. Ach, was ist denn rechts von dir? Das erste Schiff? Okay, die kommt auf mich zu. Sie weiß nicht, dass ich hier bin. Das wird super. Wobei, die hat jetzt gerade mal richtig schön gefressen, die Dämon. Die kriegt von mir auch gleich, sobald ich sie sehe. Boah. 80 ist schon raus, ne? Oder bist du raus? Ich bin raus. Ah, schade. Ich bin auch raus. Müsst ihr noch auf mich warten jetzt? Ja, da kann ich ihn schon mal einladen. Okay. Komm raus, Dämon. Wie haben wir denn das Spiel verlieren können? Das gibt's ja nicht. Oh doch. Nichts ist unmöglich. Ja. Ja, so ist es. Das ist jetzt das zweite, war klar, dass wir das verlieren. Ha. Jetzt habe ich zwei Spiele verloren und beide sind die Erste. Das ist die zweite. Der Moin ist raus, ich habe dich gerecht.
Okay. Über Nahkampfexperte. Bist dein Auto endlich losgeworden, Louis? Hat sich zumindest ein Interessent gemeldet, der tatsächlich den geforderten Preis zahlen möchte. Ja gut, das behaupten sie alle erstmal, ne? Und was ist mit der Grafikkarte passiert? Bist du losgeworden? Grafikkarte, ja, aber wurde noch nicht bezahlt. Okay. Musst du echt aufpassen, ne? Viele Leute bescheißen da. Ja. So, eine Missouri habe ich auch rausgenommen. Hui! Mit 117 Secondary-Treffer. Scheiße, ein Yamato auf 7 Kilometer. Jetzt wird's aber hart hier. Schütz verloren. Verdammt. Jetzt bin ich raus. 152.000. Naja, und ein Brand. Yamato brennt noch fleißig. So, okay. Ich gehe raus. Achso, ja, jetzt müssen wir noch kurz warten, bis das Gefecht vorbei ist, ne? Ich hab keine anderen Zehner. Ich den Gott nicht wie mir, ich hab auch nur die. Siehst du? Das Camper-Schiff. Ja, dafür ist sie wirklich super, ne? Aber die hält auch also wenn du wirklich spitz drauf zufährst. Wenn du hinterm Schlag, also hinter uns bleibst, kannst du da auch echt gut austeilen. Ja, das schon, aber halt, sie kann halt auch spitz die Zitadellen fangen. Ja, ja, klar. Wenn du eine Yamato gegenüber hast, definitiv. Yamato kann ja aus jeder Richtung alles überall penetrieren. Die haben ja wenigstens das Deck ein bisschen besser gepanzert bei den Dämonen. Ja, stimmt. War, glaube ich, nur 3 mm oder so. Ja, aber die machen es manchmal. Aber ja, eben. Wir schaffen das. Noch einen Punkt, dann habe ich meinen ersten 19er Kapitän. 19 ist ja das höchste, ne? Ja.
denen habe ich jetzt schon einige. Ja, ich, das ist mein erster dann. Wollt ihr den 18. Punkt bekommen? Jetzt noch 290.000 XP. Dann habe ich den letzten Punkt. Das kann sich nur um Monate handeln. Nein, aber in der Yamato geht das recht fix, ne? 11 Gefechte, 50.000 XP, kannst ja hochrechnen. Jo. So, sie ist wieder da. 5000 XP trotz Niederlage. Also ich, mit den Ding kannst du echt XP farmen, ne? Oh. Und mit der Tarnung... Ja, ich muss kurz am Schiff noch was umbauen. Jo. 235.000 Credits habe ich gemacht, plus. In der Runde, trotz Niederlage. Ich weiß ja nicht. Also bei mir ist das immer so, Montana bin ich immer echt skeptisch, ne? Also wenn ich da in Yamato sitze, habe ich keinen Respekt vor dem Teil, ganz ehrlich. Ja, kann aber auch für eine Yamato dann böse enden, ne? Wenn man ja, natürlich. Ist, ne? Aber angewinkelt bist du mit der Yamato immer im Vorteil. Weil die Montana, damit die ihre volle Kraft einsetzen kann, die muss sich so stark Breitseite zeigen, wenn sie nicht nur mit zwei Geschützen schießen will. Das macht dann oft den Unterschied. Da musst du wirklich die Courage besitzen, auch wirklich spitz zu bleiben. Ja. Ja, sobald du... Ah, okay, alles klar. Ich würde sagen... Ich dass ein Flugzeugträger drin ist und dann passt es ja. Ne? Ach, ich sehe schon wieder, ich habe schnell den Namen von meins. Ja. Stream falsch. Ich habe am Wochenende wieder mal Spielkette, da hat mir ein Flugzeugträger gezielt angeflogen. Der ist bis heute nicht. Der ist bis heute nicht angekommen. Ja, des Moins ist da echt gut, ne? Ich hatte das Phänomen mal in der Entry auch. Der hat wirklich drei Angriffe auf mich gestartet in der Entry mit 100% Flak. Ja. Nach dem dritten Mal hat er sich dann anders überlegt und hat mich dann nicht mehr angegriffen, aber der hatte so wenig Flieg, der konnte fast nichts mehr machen. Dann war ich eigentlich einer der wenigen noch, der am Schluss übrig war. Hat er es dann doch nochmals versucht und habe ich ihm dann die letzten Flieger auch noch runtergehauen. So. Ach ja, auf die Map. Louis, guckst du zu? Oder wer ist da mein geheimer Zuschauer? Das bin einmal ich. Achso, okay. Ich habe von der Seite auf die Vermutung, dass alles rechts, links rüber will. Von uns aus links? Ja. Also ich habe die Erfahrung, ich fahre hier immer rechts und dann sitzen alle rechts. Aber gut, versuchen wir es rechts. Ja, Friese, ich würde sagen, du fährst entweder hinter mir oder hinter Kiki, rechts versetzt dann. Ich fahre jetzt einfach mal los. Ich fahre nochmal vor. Ich Wann gehst du? Radar, der 56 Sekunden geht. Also wann gehst denn du auf? Khabarov geht schon mal den Weg, den ich vermutet habe. Hä? Wo willst du das wissen? Ach so, die andere, unsere. Schauen wir mal. GG. Wir haben doch die Fletcher. Scheiß auf die Khabarov. Die werde ich mir, glaube ich, als nächsten Zehner holen. Die Khabarov. Bin gespottet. Tja, Tarnskill for the win, ne? Wann gehst denn du auf in der Montana? Ich weiß es gar nicht. Jetzt bin ich auch spottet. Da, Kiev. Ja. Aber die ist ja jetzt noch nicht so das Problem, denke ich mal, ne? Geh auf die Yamato. Das, was da angefliegen kommt, das ist der geht auf dich, wie unerwartet. Ah, ich habe leider nur Abpraller gehabt. Ja,
jetzt muss ich mal ausweichen. Durchschläge! Kurfürst, links, 20 Kilometer. Der hat auf mich geschossen, der Drecks. Bosch. Ich geh auf den Kurfürsten. Der hat sich über andere verzichtet, weil sonst hätte mir jetzt fast getroffen. Ja, noch ist in Ordnung. Wir sind zu dritt. Ja, nur Abpraller. Ja, also dreimal Abpraller, ein Durchschlag und ein Treffen mit Schaden, ne, auf dem Kurfürst. Genial. Ja, einmal 1050 hatte ich nur. Aber das kriegen wir noch hin. Ist halt auch noch nicht so wirklich der ideale Winkel, ne? Aber das kommt noch. Das kommt noch. Ich will nur nicht auf gar keinen Fall der Yamato-Breitseite zeigen. Yamato. So, ich habe ihn geschützt zerschossen. Oh, 7000 auf die Yamato. Oh, ich hab die Grillparty gespart. Oh, fuck, der wird. Schau mal, dass du im Zweifel die Kiew nicht zu nah an uns ranlässt. Ja, da ist sie schon weg. Fuck. Wie weit ist denn der weg gewesen? Mogami. Auf 15. Die Reichweite reicht. Da ist sie doch. So, jetzt kriegt der Kurfürst eine ordentliche von mir. Der müsste jetzt aber wehtun. Sicherheit 10. Alles klar. 3000 habt ihr von mir bekommen. Ich fahr jetzt mal ein bisschen langsamer. Ey, ich sehe dieses Ding nicht. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ich hasse sowas. Scheiß Nebel, Mechanik. It's a trap! Kommen Tops? Ja. Ich würde Mogami in der Ja. Die hat dreht. Muss ich da hier reinladen, weil die zockt die Preise. Einen krieg ich. Kiew, ja. Aber wo zur Hölle ist der Kurfürst hin? Über den mache ich mir gerade ehrlich gesagt mehr Sorgen. Ja, und wartet darauf, dass ich die Breitseite zeige. Das ist scheiße. Ja, ich hoffe. Das wäre natürlich besser für mich. Ich bleibe auf der Mogami, ne? Ja. 2 Minuten Abklingzeit. Yamato, 10-4. Das war der Kurs. Auf dich, oder was? Ja. Ja, Hilfe gegen Yamato wäre jetzt klasse. Mit drauf. Shima. Die Fahrt, ja, nee, geh lieber auf die Shima. Ja, auf die Entfernung ist die Shima halt ziemlich schwierig. Ich habe der Yamato eine Zitter gegeben. Ich kassiere zu viel. Das ist zu viel hier. Muss weg. Jetzt fahrt sie wieder vorwärts. Oh. Achso, der Fletcher hat sie versenkt. Jetzt fahre ich vorwärts. Jetzt müssen wir den Kurfürsten da beschäftigen. Ja, den spamme ich jetzt mit heute. Weil der dreht ganz komisch ab. Ist die Yamato raus? Ist raus, ja, die ist vom Fletcher versenkt worden. Bombe. Aber was ist mit der Shima? Die ist noch da vorne. Ja, das. Die Torp darüber, den Kut, so Kutusow. Ich hoffe. Ja, ja, die Torp sie, ja, da ist eine ganze Torpwand. Achso, warte mal, ist. Ja, ob sie. Ich hab halt auch nicht mehr allzu viel HP. Ich hab wohl noch nicht viel Schaden gemacht, das kann. Ich der Kleber. Ja, ich auch nicht, ich bin gerade mal bei 70.000. Wenn der Kurfürst weg wäre, könnt ihr vorpushen und die DDs rausnehmen. Macht er das Licht aus? 4 Penetrationen, 0 Schaden. Wie geht das? Erklärt mir das mal. Müsst ihr erst das Penetrationsvideo wieder schauen. Ja, aber Penetration ist doch im Regelfall auch Penetration gleich Schaden, oder nicht? Nee, eben nicht. Naja, meine Secondary klärt das. Schauen, dass ihr aus
außerhalb seiner Secondary Reichweite bleiben. Naja, ja, der konzentriert sich auf mich. In der Secondary Reichweite hat doch 10 Kilometer oder so. Ich habe ihm wieder ein Geschütz weggeschossen. Du wirst gleich raus sein. Ja, hab ihn. Drin hast, dann geht voll auf die Yamato wahrscheinlich. So, jetzt geh wieder auf Ich bin immer noch nicht wirklich zufrieden vom Schaden. Du hast die Kutus auf rechts von dir. Ja, bestätigt. Vor dir, der kommt ein Kurfürst jetzt. Die DD ist denn, oder? Ah, fuck. Das sind zwei DD. Ja, genau, das hab ich gewonnen. Ja. Ja, aber konnte ich ja jetzt eh nichts dran ändern. Ich bin raus. Wap, wap, wap. Grad mal 80.000 gemacht. Scheiße. Ich guck Kiki zu. Kiki, dann bleib ich mal bei dir. Pass auf, Kiki ist der nächste, der weggetoppt wird von rechts. Da fette ich meinen Arsch drauf. Aber wir gewinnen. Ich habe übrigens mal geguckt, mal rein Interesse halber, ne? Was für eine Win-Rate ich in der Divi hab mit euch. Bei knapp 100 Gefechten 69% Win-Rate. Alles Division mit euch. Also offensichtlich machen wir was richtig. Mal Division, bestimmt, irgendwann mal. Denke ich. Warte mal, Kiki, schalte mal das Radar ein. Ich will jetzt wissen, wo du was ist. Ja, nicht, wo sind denn die? Sind die jetzt alle da rechts drüben beim Friedrich? Ja. Ist ja egal, ihr könnt ja jetzt langsam auf die Base gehen. Nur Kiki muss halt echt aufpassen, rechts von ihm werden die DDs sein. Ja, da hilft nur Geschwindigkeit vor und zurück. Ja. Und rausnehmen. Anders geht's nicht. Ist richtig. Kiki, meinst du nicht, aus der Angle wäre jetzt langsam AP angesagt? Da, 6 Kilometer. Ja, der hat schon getorbt, wenn der erstmal aufgeht. Ja. Und der hat gewusst, dass du nach rechts ziehst. Wieso geht der wieder zu? Der darf doch nicht zugehen. Da sind drei da, das ist ja Wahnsinn. Hast du ein Glück, dass der letzte noch vorbeigeschrammt ist? Der Kurfürst macht gleich den Sack zu, ey. Ich hab ihn getroffen, den DD, er ist nicht gestorben, oder? Der ist da zu kurz. HE, oder? Auf einem DD. Ja, ja. Ja, genau. Oh, da kommen die nächsten. Glückwunsch, Kiki! Ich wusste es. Ich hab's gesagt. Die DDs. Das war einfach Pech. Faszinierend finde ich, dass ich jetzt schon wieder alleine gefahren am PP stand. Der verschwindet noch im Smoke, oder? Aber ich bin immer aufgedeckt. Das war aber auch immer so logisch, ne? Einfach mal so ein... Jetzt bin ich aufgedeckt. Drin oder jetzt bin ich. Ja, es ist einer draußen. Ah, wo schießt denn da was? Der brennt immer noch. Aua. Ah, jetzt hat er gelöscht. 96.000 Schaden. Oh. Kriegst jetzt aber Unterstützung, da kommt einiges von links. Wir haben nur 28 Sekunden zum Radar. Dann dürfen wir wieder. Dann freuen sich die DDs. Mhm. Ah. Atze. So, 9. Wie alt ist sie denn aus? Ach, es fahre ich dann die sekundäre Reichweite rein. Ja.
Ja, das ist nett von der Kagero. Vorsicht, Vorsicht! So schaffe ich das nicht mehr. Es wird nichts werden. Schimmertops. Wow, ja. Ah, die hatten eine gute Runde, die Schimmerkarze, du. Ja, ich hab eine scheiß Runde gehettet, so. Kurfürst ist raus. Ja. Naja. Naja. Naja, genau. Trotzdem 5000 XP. Es ist genau. Mein Yamato ist kaputt. Ja, ihr habt viel zu wenig Schaden gemacht. Ja, wie viel hast du gehabt? Ja, gerade mal 180.000. 118? 61. Ach, 61. Und Kiki? Ja. Augenblick schnell. Ach, 93. Aber ich will das noch mal nachschauen. 96. Ja, immerhin. Mehr als ich. ich zeige nochmal mit einer 9er dazu, gell? Ja. Passt. Schlachtschiff, Divi geht immer. Aber vor allem die Iowa. Außerdem ist es ja eigentlich ein Vorteil, wenn man gegen Hightier spielt, dann gibt es mehr Kohle. Ja. Ich habe mal gehört, die Missouri, die generiert unheimlich viel Geld, ne? Heute gelesen. Oh ja. Das ist ein krasses Geldvieh. Bis zu 1 Million Credits pro Runde, ne? Ja, wenn du wirklich gut, gute Runden hast. Ich sollte sie mir holen. Das kostet immer 190.000 XP. Weiß es gerade gar nicht. 750.000, ne? Ah, okay. Doch noch ein bisschen mehr. Oh, guck mal hier, so ein kleiner 8er CV. Arme Sau. Aber wieder eine Gearing und eine Shima. Toll, jetzt ist schon ein Flugzeugträger dabei, wo ich keine mehr hab. Ja, komm, mit der Iowa solltest du aber auch keine Probleme haben, ne? Also. Ja, eigentlich nicht. Guck mal, wie wir gespawnt sind, ist aber. Wer ist ganz vorne? Kiki, alles klar, Entengang voraus, ne? Auf A oder was? Ja. Zu A rüber, oder was? Ja, hätte ich jetzt gesagt, ne? Nice Balance. Warum? Was ist der jetzt schon wieder mit der Balance? Ja, ist Tier 7. Hä? Akatsuki, oder? Ja, Division, selber schuld. Ja, ja, auf der anderen Seite könnte man schon erwarten, dass er. Und die 8er-Truppe zum Beispiel in 8er-Spiel. Außerdem, ganz ehrlich, mit dem DD hast du da nie große Probleme. Auch wenn du mal hier drüber oder drunter bist. Kannst immer was machen. Was wollt ihr alle mit dem Matchmaking? Ist ja völlig in Ordnung. 8 bis 10. Ah, lass ihn doch prügeln. Das ist genau gleich euch in Deutschland der Spruch. Danke, Merkel. Ja. Oder? Ich meine, das ist der Matchmaker. Im WoW ist der Matchmaker, in Deutschland ist danke Merkel, oder? Mein Gott, meiner Altago bin ich in 9 von 10 Gefechten mit 9er oder 10er. Komm ich auch nicht auf die Idee, mich zu beschweren. Fuck. Bis Mark. Ja, die kann ich noch nicht wirklich. Ja, doch, die kann ich anbrüllen. Ich brüll mal rüber.
Boah, was alles auf hier zukommt. Ja, wenn wir zu dritt ein Schlachtschiff angreifen, aber wir haben alle daneben geschossen, ne? Kagero ist schon mal auf B. Wissen wir, was auf A ist? Nee, ne? So Glück wie wir haben, wahrscheinlich die Shima. Ja, du kannst jetzt nach links abdrehen auf den DD zu. Ist auch nicht wirklich die Option, oder? Ach du Kacke, Mann, ey. Ja, hinter die Insel jetzt. Da kommt der Yamato breitseitig. Ja, die Montana ist für mich breitseitiger. Ja, aber ich habe schon abgeschossen. Ach, alles wieder ins Wasser daneben. Ja, jetzt dreht sie ein. Jetzt lade die so lang noch oder so. Ein Scheiß. Mach jetzt mit der Bismarck. Probieren wir mal. Wir kriegen Smoke. Ich weiß nicht, auf was ich schießen soll. Ah, fick dich. Was zündet mir jetzt da an? Ich denke nicht, wo er die Bismarck. Ja, soll er mal Fokusfeuer machen, oder? Yamato, was? Ja. Auf die Yamato? Ja. Bestätigt. Fährt rückwärts, ne? Ja. Drei Knoten. Ich fahr jetzt rückwärts übrigens, ne? Wow. Wegen den DD hier. Was, du bist ja hinter mir, du musst ja nicht rückwärts fahren. Nee, ich! Ja, eben, du! Ich hab 10.000 auf die Yamato gemacht. Ich bin auch schon unterwegs. Nur langsam und rückwärts halt. Ich warte jetzt erstmal, bis hier unsere DDs auf A sind. Oh, fuck. So, jetzt gehe ich mit auf dem A-Cap. Jetzt haben wir hier Unterstützung. Kacke, jetzt da, ja, drei DDs sind drinnen und jetzt erst die Torps, oder? Ja, da erwisch ich zwei. Drei sogar. Oh, hier ist schon wieder eine HE-schießende Montana. Was wow. Ist denn? Bist du raus? Detoniert bin ich mit einem Torp. Okay. Das ist Pech. Kiki, falsche Richtung. Alter, diese... Jetzt hab ich aber die Schnauze voll. Jetzt gehe ich auf die Montana. Ich hasse rückwärtsfahrende Schlachtschiffe. Das passt nicht. Ich mag dies nie. Das ist eine Des Moines. Alter, die steht auf mich, ne? Also, ich hab 102.000 Damage gemacht. Ich bin noch nicht fertig. Alles noch in Arbeit. Ich
Nebel bekommen, ich kann jetzt arbeiten, ja. Ach, du bist raus? Wieso sterbe ich denn immer als Letzter? Ich könnte mich doch nicht immer alleine lassen. Warum dich? Ah, verlieren wir ernsthaft jetzt? Ich will aber nicht verlieren. War der Sigiring die ganze Zeit da? Weiß ich nicht. Boah, die ist aber schnell, die Lexington. Das habe ich unterschätzt. Eine scheiß Tarnung. Die Japaner haben eine gute Tarnung für ein scheiß Tempo. Ja. Man kann halt nicht alles haben. Genau. Und die Montana, die schießt grundsätzlich nur mit HE auf mich. Ja, ich meine, kann man schon machen, im Grunde, ne? Du hast einen riesen Schadensoutput und du kannst Fahrkampf damit richtig gut. Ja. Das kann sein. Naja, ich kämpfe, solange es geht, und dann gucken wir einfach mal, was bei rauskommt, ne? Mehr kann ich nicht machen. Das Moins hat auch Spaß mit mir, sehe ich. Die steht da sogar. Ernsthaft? Oh, ich kam nicht mehr an sie ran. Ach, komm schon. Das Ding ist fast durch. Ich will aber jetzt hier schnell den CV rausnehmen, damit wir ein paar Punkte kriegen. Und tschüss. Und da ist die Gearing wieder. Ah, oh, und die Montana kommt auch. Kommt, ne? Ich weiß, ich weiß.
Ich sehe nicht mehr. Ach da. ...91 Leben hat er noch. Schade. Na gut, 110 habe ich gemacht. Mehr ging halt nicht. Goodbye. Wir waren gute Freunde. Lalala. Ein letzter Blick. Hey. Ich habe jetzt wieder 10 Detonationsflaggen auf Lager. Na? Ja, das kann bei den amerikanischen Schlachtschiffen, auch bei der NC oder bei der Missouri, kann das passieren. Wenn du da am falschen Ort einen Torpedotreffer hast, dann macht einfach Blub. Ja. Also ich hab's auch schon gehabt mit einer Shima, ein Torpedotreffer an der NC und die ist full life explodiert. Trotzdem wieder 4400 XP. Schau mal, wenn der miese steht von miese Ding. Verstehe ich nicht, ja. Dieses Teil. Das können wir nochmal probieren. Das geht ja, besser. Das können wir besser, ne? Geht alles ins Wettbewerb-Event rein hier. Clash of Elements. Ich hab schon wieder 75, kann wieder Tarnungen kaufen. Ich verkaufe die dann immer. Weil ich Geld brauche. Ich bin Geldnot. Notorisch. Bum, bum, bum. So, Louis, das nächste Lied mache ich für dich an, falls du uns noch hörst. Wahrscheinlich hast du den Stream auf laut und uns auf leise. Umgekehrt. Ach so. Hä, aber dann hast du es ja verzögert. Okay, ja, warum nicht? Er lebt in der Vergangenheit. Er hört immer schon, was passiert ist und dann sieht er es. Egal, das nächste Lied mache ich auf jeden Fall. Ja gut, dann hörst du es ja gar nicht. Ah, mach's doch andersrum. Oh, jetzt muss ich telefonieren. Alles klar. Little Tigru, auf den müssen wir aufpassen, der ist echt gut. Na gut, dann widme ich dir das Lied, Kiki. Auch wenn du es nicht hörst. C? Also die Richtung? C. Ja, komm, wir gehen hier um die B-Inseln rum, ja? Hier. Den Kurfürsten würde ich gerne mal fahren. Super Secondary, ne? Ja. Wobei die Yamato macht mehr AP-Schaden über die Secondary. Die Kurfürst geht da mehr auf HE, ne? Ja. Aber gut, es kommt ja je nach Gegner, macht es ja auch Sinn, ne? Der Brandschaden, wo du im Nahkampf machst, ja. Ding, das ist halt total. Also in einem normalen Gefecht, wo ich eine normale Infight-Situation habe mit der Yamato, mache ich um die 20.000 Average mit den Secondaries. Das ist schon... Aber auch Secondary Skilled, ne? Montana? Aber ich glaube, ich bleib noch einen Moment zu. Da, Udaloi.
Was ist die stärkste Salve, die du jemals mit der Yamato rausgehauen hast? Gute Frage. Also ich weiß mal, ich habe einen Mogami hinten geone-shotet, aber ich weiß es jetzt nicht. Also jetzt, seit ich Yamato wieder habe, ist mein höchstes Ergebnis eine Vierfach-Zitadelle auf eine Missouri. Nee, auf eine Iowa, stimmt gar nicht. Aber insgesamt ist das höchste, was ich hatte, eine Sechsfach-Zitadelle auf 21 Kilometer durchs Deck auf eine Montana. Mit 70.000 Schaden. Und das kann halt Yamato, das ist das Geile an dem Teil, ne? Wenn du triffst, dann Shepard's halt, ne? Oh, der kommt gut auf den Kurfürsten. Die nimmt jetzt gerade die Opferrolle. Naja. Wer? Die Demoin? Gönnt euch. Was weg ist weg, ne? Ja, sicher. Ich bleib noch auf den Kurfürsten, solange ich bis ich bei euch bin. Nämlich ziemlich bescheuerter Rang. Oh, der nächste wandert. Die Bolt, die Bolt. Gut aufgestellt hier, ne? Bei uns. Kann man nicht meckern. Kurfürst. Ah, dreht genau jetzt ab. Immer. Ich schieße, da drehen sie alle ab. Als hätten die alle einen XML-Mod. Trotzdem 15.000, du Ficker. Ja, werden sie auch. Ich habe die Z23 schon in der Secondary eingeloggt. Noch drauf warten, dass das Ding um die Ecke kommt. Jetzt hat er den falschen. Verdammt! Pass auf! Ich hab schon gleich mehr Damage als irgendwann. Ich hab schon lange mehr Damage. Wie viel hast du schon? Im ersten Schuss schon mehr Damage gebracht wie im letzten. Da sieht A. Z23 ist offen. Na, ich bin erst bei 43. Aber ich hab hier eine Z38, die geht schon dazu. Ja, doch nicht. Ich muss vorwärts, sonst haut mich. Ja. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich passe auf dich auf. Zuerst auf den Friedrich. Echt? Nicht auf den Kurfürst? Nee, warte jetzt. Ich gehe auf... Wie du willst. Sag an. Nee, aber sag's jetzt. Montana? Ich gehe auf den Montana mit, ja? Ah, daneben. Lol. Ich hol dir den Friedrich weg, ja? Wäre nett. Ah, nur 15.000. Pass auf, was er dich nicht rammt. Friedrich müsste raus sein. Ach, komm schon. Jetzt ist er aber raus. Nee, jetzt heilt er wieder. Komm schon. Er brennt. Jetzt ist er raus. Leider ein bisschen zu spät. Ja. Wir haben auch gut ausgeteilt, aber waren halt gerade einfach zu viel in dem Moment, ne? Bin auch schon bei 120.000. Ja. Mit
können in Ruhe. Du, wir sind im Vording, also Vorteil. Ja, ja. Nutzt das. Und gut ist, ne? Ja, ich geh jetzt auf die Kurfürsten hier. Da kommt sie schon auf mich zu. Ja, eben kommt er auf uns zu. Ich beschieß. Der dreht sogar ein, der Idiot. Der zeigt mir gleich Breitseite. Der kriegt gleich eine 30.000er, pass auf. Perfekte Entfernung. Weißt du, ja. Ja, logischerweise, ne? Leider noch nicht den perfekten Winkel, aber mal gucken. Noch, na, die verfehlen ihn, ne? Schau, jetzt kriegt er sie voll Breitseite in den Top. Ja, von mir hat er auch nochmal. Okay, dann weiter vorwärts, würde ich sagen, ne? Ja. Wo stehst du beim Schaden? Friese? Ja, jetzt liegt's halt mal auf 64. Achso, ich bin jetzt bei 130. Ich hab vorhin dreht, weil da der T34er, das war, hinter mir war. Und hab gedacht, jetzt schieß ich auf den und dann hab ich wieder rüberdreht. Ich bin aber das falsche Ziel an. Bultima müsste raus sein. Das Geld drauf, die Zeit drauf. Ach komm schon, Alter. Jedes Mal lasse ich 100 XP übrig, Alter. 100 Lebenspunkte. Das habe ich so oft. Das ist manchmal richtig. Ja. Ja, mal gucken, ob die über die Insel rübergehen. Jawohl. Ich hab jetzt mal was eingeschenkt. Ja, ich mach mit. Halt, hier, hier. Ach, die dreht ein. Jetzt kann ich nicht mehr schießen, jetzt ist sie genau nicht dran. Adam, ja, Adam Bird hätten wir da noch. Achso, nee, ist auch schon jetzt zu. Ja, ich komme auch an nichts dran gerade. So wirklich. Jetzt habe ich die 100.000 Leute voll. Ja. Läuft bei dir! Ich will noch gerne die 150 haben. Meiner! Ach komm schon, noch 2000, dann habe ich die 150. Aber das fahre ich mit dir auch fast average, ne? Also 150.000. Deswegen, ich warte schon drauf, dass die Clan-Files auf Tier 10 kommen, Gigi. Ich bin in der Yamato auf jeden Fall. Ja, ist richtig. Weil, habt ihr letztes Wochenende Erste-Flieger-Finale geschaut, 14. Und du kannst dich nicht wirklich bewegen auf der Karte. Das ja, ja. Du hast einen fixen Standort. Ja, 5500 XP. War eine scheiß Runde. Ja, eine mache ich noch. Einen mache ich noch. So, was nehme ich jetzt? Letzte Kiste holen, juhu. Ah, wie gesagt, die Tarnung, die kann ich echt empfehlen. Guck mal, das waren jetzt, wie viele Runden? 4 Runden? 20.000 XP. Was für Tarnung? Die Premium-Tarnung auf der Yamato für 20 Euro. Ach so. Plus, minus 50% Wartung. Plus 20% Credits und plus 100% XP. Ach,
Yo ho, let's go. Vier Zuschauer, wer guckt denn schon wieder alles hier? Sag doch mal mindestens Hallo im Chat. Oder lass mindestens ein Like da oder so. Zuschauer, ne? Wo hast du deinen Stream? Soll ich den Link geben? Schau mal deinen Link, ja. Sieht man da drin nicht, oder was? Die Schnitte, ne? Ne, den Namen sehe ich nicht, aber wie viele halt, ne? Ja, wenn sie nicht angemeldet sind. Nee, das ist nur bei Twitch. Bei YouTube sieht man das gar nicht, ja, wer das ist. Eben bei YouTube, ist ja bei YouTube. Ach, vergiss es. Aber Yamato guckt man ja auch gerne zu, ne? Ist immer wieder beliebt. Ist auch ein beeindruckendes Schiff. Oh, fuck. Wenn du dann noch einen hast, der im Schnitt 150.000 Schaden macht, ist klar, dass da die Leute zugucken, ne? Finde ich aber auch gut. Soll man mindestens ein Abo dalassen? Ficker. Was machen wir? Ich wollte gerne Richtung A. Also hier durch. Was ich jetzt mit dem scheiß Teams, wie geht so wieder die blöde Taschenkombination und dass das Ingame aufgeht. Nochmal was? Ja, es geht immer im Spiel auf. Was? Das Teamspeak, jetzt überlappt es mein Spiel. Minimieren. Oder das Spiel auf Vollbild umstellen. Kann ich gleich sagen, ob du den Overwolf drin hast. Ja, du hast ja, den hab ich drin. Irgendeine scheiß Taschenkombination ist da drin. Was haben die denn? Eine Yugumo, eine Kagero, Octavoys, ja, und eine Shima. Oh. Und eine St. Louis. Was ist denn eine St. Louis? Franzose. Ach so. Okay, ist bei mir mit noch nicht drin. War verwirrt. Man merkt. Ich hab so Star Wars Sounds drin. Wenn der Penis kommt, it's a trap. Super. Finde ich klasse. Ja, aber insgesamt geht's schon voran mit dem Kanal, ne? Ich habe jetzt im laufenden Abrechnungszeitraum, der betrifft immer 27 Tage bei YouTube, 2870 Viewer-Minuten bis jetzt. Das ist nicht wenig, denke ich. Saint-Louis. Ach komm, zeig dich nochmal. Jetzt lassen wir mal den Flieger raus. Vielleicht hilft das was. Spotted. Und jetzt muss. Oh, die legt sich echt mit mir an. Ich hätte aber Eier. Ich hab sie gleich anzündet. Ja, ich habe erstmal 10.000 gedrückt. Jetzt will sie hinter die Insel. Ach, oh, oh, ist immer zu spät. Ja. Dann nehme ich halt die Montana. What the fuck? Lasst euch nicht wegtorpen, meine Freunde. Ich bin auch so nah an. Ja, da kommt eh schon wieder der nächste Strauß voll Freudigkeit. Wow, das sind zwei. Ja, genau, wenn ich eindrehe, ja, genau. Ich merke, dass ich mal wieder alleine bin. Der ohne sehr da und dreht um, oder? Was ist denn das für ein Tupfte? Immer das gleiche. Bleib aber mit dran, Kiki. Ey, dreh ab, bin schon dabei. Hat
keinen Wert hier. Weiß ich am Haken kommen, ja, das. Nee, das. Sie tritt gerade ein. Ich hab wieder vergessen, dass sie abfeuert. Ja, genau. Die Montana hat einen Quest. It's a trap. Fuck. Am Maprand hängt er die Idee rum. Und es ist die Shima. Wow. Lauf gegeben. Aber es sind 5 BBs da und ich wieder unten. Dreh um dein Leben, Kiki. Sei froh, dass er gerade getorbt hat, Alter, dass ich alles gefressen hab. Ja, da kommen schon die Nächsten. It's a trap. Aber auch immer wieder faszinierend zu sehen, was für Nehmer-Qualitäten das Teil hat. Ich hab gerade 4 Shima-Torps gefressen. Ich finde, dafür geht's mir relativ gut. Und hier gammelt unsere Flotte mit 3 Amagis, Alter. Das ist so peinlich, ehrlich. Oh, komm schon. Ich könnte jetzt hier Richtung Aare überfahren, dann kommt sie zu mir her. Aber fixe Torps hier. Da ist er. So. Hallo. Hallo, hallo, Kiki. Wer ist da gekommen? Panaya. Ach, Panaya, moin. Moin, moin, Leute. Das habe ich gedacht. Komm, nimm mir da die Jugumo raus. Die ist gleich weg. Rennen zu mir. Kriegt noch einen Torb ab, nur noch. Ah, der Maul. Der Mais ist jetzt, sorry. Tirpitz, verdammt. Ich helfe dir. Wie viele DDs haben wir jetzt hier noch? Theoretisch? Ja, die Shima oben, irgendwo am Kartenrand. Ja, die Shima ist am Kartenrand. Oder war sie zumindestens? Hast du den Torp, hast du den Torpedo-Tubes zerschossen gerade? Der Yugumo? Alles, glaube ich. Lol. Alles vernichtet, glaube ich. Sehr nice. Ja, wenn es überhaupt die erwartet. Er ist breitseitig gefahren. Na, da liegt. Das ist ja der Kurfürst, wo der rummotzt wegen der Tapete. Ja. Ach so. Ich bin mal weg. Jo. Jo. Hast du einen Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, ne? Ja. Jo, jo, ne? Bis dann. Aber überschlachten. Ich habe jetzt mit der kurzen Zeit mit dem Schiff mehr Damage gemacht als vorher mit der Iron. Ja, es hat, manchmal hat man Glück, manchmal nicht, ne? Oh nein, Alter, ja. Ich hab der Neptun eine Zitadelle durch den Nebel gegeben. Und nochmal. So nicht, mein Freund, Alter. So nicht, mein Freund.
Take the trap! Alter, ich werde von meiner eigenen Yagumo getorbt und getötet wahrscheinlich. Was für Torps sind das? Shimakaze. Oh. Wieder nur 80.000. Naja. Aber wir gewinnen wohl, ne? Ja. Immerhin. Ja, so schlecht war das Game jetzt nicht, oder? Nein. Ist okay, denke ich. Jawohl, schöner Schuss. Willst du gerne die Starts von deinen Gegner wissen, von dem Patrick mit der Tierpitz gerade? In der Tierpitz hat er einen Durchschnittsfahren von 40.000. Bei 400 Gefechten. So, für mich war's das. Ja, ich mach, glaube ich, auch Feierabend. Noch ein bisschen um meine Frauchen kümmern. Franzmann fahren im Low-Tier-Bereich. Mach das. Die machen auch teilweise echt mega viel Spaß, die Dinger, ne? Ja, schon. Ich bin jetzt die auf Tier 5 gefahren, mit AP gearbeitet und läuft. Macht Spaß. Genau.